Das ist der Vortrag. Willkommen. Schön, dass ihr hier seid, auch wenn es wegen dem Regen ist. Wäre voll okay für mich. Mein Name ist eben Markus Meindl. Ich bin aktiv im Projekt Global Commoning System. Genau, zu mir persönlich. Ich wollte mal Filmemacher werden. Bin dann über das Kapital von Karl Marx gestoßen. Das hat ziemlich viel verändert, wie ich die Verhältnisse wahrnehme und wie ich irgendwie wirken möchte. Habe dann lange an der Kapitalverfilmung gearbeitet, irgendwie in der Einführung, weil mir das so wichtig war. Und war dann zunehmend unzufrieden, dass es eigentlich wenig gute Möglichkeiten gibt, aus den Verhältnissen, die, wenn sie als problematisch angesehen werden, da rauszukommen. Ja, und es gibt echt da wirklich noch immer noch so linke Gruppen und die immer noch irgendwie Rätesysteme oder sowas, so Ideen von 1910 oder sowas richtig cool finden. Aber wir haben heute ganz andere Möglichkeiten und können viel emanzipatorischer eigentlich gesellschaftlichen Wandel denken, wenn wir eben die Informationstechnik von heute beachten. Ja? Deswegen, worum geht's in dem Projekt? Eben mit Informationstechnik ein Fundament zur Aufhebung kapitalistischer Verhältnisse aufzubauen. Das heißt jetzt nicht dieses Projekt GCS ist jetzt dafür da, das alles zu machen und zu managen und sonst was, überhaupt nicht. Wir haben nur dieses Anliegen zu sagen, was ist eigentlich möglich informationstechnisch und da einfach so ein paar Schritte in diese Richtung zu gehen. Und genau, und unser Ziel ist, also wohin kann es gehen, eine auf Commoning basierte Lebensweise. Commoning ist ein sehr schwieriges Wort, kennt das wer? Das jemand schon mal gehört, zufällig. Ist gar nicht so wild. Was wir mit Commoning meinen, auf Deutsch sagt man oft Gemeinschaften. Wikipedia sagt selbstorganisiertes und bedürfnisorientiertes gemeinsames Produzieren, Verwalten, Pflegen und oder Nutzen. Wird so ein bisschen deutlicher, wenn wir uns ein Projekt anschauen, die oft so als Commons geführt werden. Modern Wikipedia wird oft so als Commons bezeichnet, eben als freie Wissensdatenbank. Fediverse als gemeinschaftsgetragene soziale Medieninfrastruktur. Auch die freie Softwarebewegung ist so von einer Commons-Perspektive, Commoner-Perspektive ein Teil von so einem Commoning-Prozess. Ich finde, es wird so ein bisschen klar, wenn man so das, den Gegenpunkt zu freier Software anschaut, so die proprietäre Software, proprietär im Sinne von eigentümlich, Eigentum seiende Software. Bei Commoning außerhalb eben digitaler Strukturen ist ja auch das, so dieser willkürliche Umgang mit Teilen der Welt, eigentlich auch so der Gegenpol, wo man versucht, irgendwie zu gucken, wie können wir eben diese gemeinsame Welt erreichen, eine Welt, mit der wir gemeinsam umgehen können. Projekte, die es auch noch gerade gibt, solidarische Landwirtschaft, Mitmach-Supermärkte, auch das sind so erste Punkte, wo versucht wird, anders umzugehen, als es bisher gehandhabt wird. Freie Lastenräder, offene Werkstätten, auch in Graz verbreitet. Ort, wo ich hingehen kann, kein Geld zahlen muss, die von Gemeinschaften getragen wurden. Und so weiter. Und da gucken wir eben, wie das größer funktioniert. Johannes Euler hat es mal die fünf Prinzipien so ein bisschen rausgestellt in seiner Commoning-Definition. Es geht um Freiwilligkeit, es geht um Inklusivität, es geht um Gleichrangigkeit, also Peer-Level, es geht um Bedürfnisorientierung und es geht um Selbstorganisation. Und wir würden gerne wissen, ist es eben informationstechnisch möglich, das irgendwie zu unterstützen auf einer größeren Ebene? Worum es eben nicht geht im Projekt, ist eine Form von geschlossenen System zu entwickeln, irgendwie so eine Art von, I don't know, von Facebook und man macht sich da einen Account und hat bestimmte Möglichkeiten und legt bestimmte Regeln. Und wenn man diesen Regeln folgt, dann soll es irgendwie besser werden oder soll das irgendwie funktionieren. Das wäre so das Gegenteil von dem, was wir anstreben. Wir wollen einfach, was wir machen im Projekt, ist verschiedene informationstechnische Funktionen beschreiben, die irgendwie Commoning unterstützen können, also Prozesse des Teilens oder Prozesse der Selbstorganisation. Und diese Funktionen können Teil von Werkzeugen sein, also in Werkzeugen implementiert werden, die schon bestehen oder die in bestimmten Kontexten konstruiert werden können, erstellt werden können, um bestimmte Probleme dort zu lösen. Und die Hoffnung ist am Ende, dass wir Infrastruktur aufbauen können mit eben verschiedenen Werkzeugen, die in verschiedenen Kontexten eben sinnvoll anzuwenden sind. Und um so eine Infrastruktur zu erreichen, brauchen wir eben Standards, offene Standards, wie eben miteinander kommuniziert werden kann, dass sich auf dieselben Daten bezogen werden kann, um das aufzubauen. Deswegen werden ab und zu auch im Vortrag
so ein paar Standards einfach gedroppt, die wir in den letzten Jahren, das Projekt gibt es jetzt 4,5 Jahre, gefunden haben, die wir, glaube ich, für das Anliegen sinnvoll finden. Ja, so grob von dem, was wir darüber herausfinden konnten. Wir schauen uns diese drei Bereiche an, diese drei Funktionskomplexe oder einfach, wo Funktionen so ein bisschen gruppiert sind. Wir schauen in den Bereich des Teilens rein, also kann der Prozess des Teilens effizienter funktionieren und wie kann da Infrastruktur aufgebaut werden? Selbstorganisation, wie können wir uns jenseits von Markt und Staat koordinieren, also einfach gesagt ohne die Verwendung von Geld. Und es geht um Gegenseitigkeit. Und da geht es besonders darum, wie kann ich mich in Gesellschaft so einbringen, wie ich das als richtig erachte, in eine Richtung quasi, in die ich Gesellschaft bewegen möchte, aber auch wie kann ich irgendwie, was habe ich davon, mich einzubringen irgendwo, wenn ich kein Geld dafür bekomme? Das ist ja auch oft eine Frage, wenn es um freie Software geht in der Entwicklung. Und da hoffen wir, ein paar Teilantworten zumindest gefunden zu haben in dem Projekt. Und der erste Punkt, den wir uns anschauen, ist eben Teilen und Regeln. Regeln hängen da stark damit zusammen. Und es gibt Elinor Ostrom. Elinor Ostrom war die erste Frau, die den Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat. Sie war eine Commons-Forscherin. Und wenn man ihr Werk so liest, da geht es hauptsächlich quasi, sie macht super viel, sie schaut sich an, welche Formen gibt es von Regeln, wie ist die Grammatik von Regeln, wie wirken Regeln auf einzelne Situationen ein, in denen wir Menschen uns in unserer Interaktion befinden. Auch diese Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, ist total von Regeln bestimmt. Also wir haben diesen 45-Minuten-Slot. Ich habe das Thema, das ich quasi hier vorführe. Ich sollte kein anderes Thema vorführen. Ich habe bestimmte Handlungsoptionen, zum Beispiel diesen Input zu geben. Ihr als ZuhörerInnen habt andere Handlungsverbote und Möglichkeiten. Genau, also auch das ist von Regeln extrem geprägt. Und das sich bewusst zu machen, kann erstmal helfen zu wissen, was müssen wir überhaupt, was ist denn überhaupt unser Punkt, den wir bearbeiten, ja. Denn auch zum Beispiel privates Eigentum ist ein Regelkomplex, der nicht natürlich ist, der ist einfach gegeben. Ob der jetzt schlecht oder nicht ist, kann man drüber reden. Aber das heißt, ich kann zum Beispiel etwas kaufen, wo jemand viel Liebe reingesteckt hat, das jemand hergestellt hat. Ich habe das Recht, das vor seinen Augen auf den Boden zu zertrümmern und kaputt zu machen. Das Recht habe ich, das kann okay sein, kann problematisch sein. Aber wenn wir das als problematisch empfinden, es gibt die Möglichkeit, eben diese Regeln zu ändern auf einer gesellschaftlichen Ebene. Und eben auch der Prozess des Teilens, ja, unterliegt Regeln. Wenn wir jetzt zum Beispiel in einer WG leben und wir haben eine gemeinsame Küche, auch da sind explizit oder implizit Regeln des Teilens. Darf ich irgendwie die dreckigen Sachen in der Spüle stehen lassen? Wann müssen sie abgespült werden? Wer spült ab? Darf man das Essen mitessen, das auf dem Herd steht? Dürfen Freunde auf der Couch schlafen in der Küche? Auch da sind quasi, wenn Dinge geteilt werden, liegen viele Regeln drauf, die wichtig sind, um damit richtig umzugehen. Und wenn wir diese Hippie-Vorstellung haben, eine gemeinsame Welt zu wollen, und wenn wir die konkretisieren, dann haben wir in diesem Prozess des Teilens von der Welt auch extrem viele, müssen wir viele Absprachen treffen. Wir haben viel Konfliktlösung, ja. Und wir müssen viel neu regeln, wir müssen darüber reden, wie wir damit umgehen. Und wenn wir es nicht schaffen, da Strukturen zu finden und Möglichkeiten zu finden, die eben besonders informationstechnisch möglich sind, dann erreichen wir das meiner Meinung nach nicht. Um so ein bisschen auf Standards hinzuarbeiten, hier jetzt ein Beispiel, das ist wieder mal Alice. Alice möchte auf einer Baustelle mithelfen, möchte so bei einem Spielplatz mitarbeiten, aber es fehlt ihr jetzt an der Kreissäge, die sie eben für diesen Prozess braucht. Und es gibt irgendwo diese Hausgemeinschaft. Ja, das ist eine Hausgemeinschaft, die haben ihre Werkzeuge im Keller gepoolt, dass alle darauf zugreifen können, fanden die irgendwie ganz sinnvoll. Und die haben vielleicht mal besprochen, okay, eigentlich dürfen alle von unserer Nachbarschaft, dürften an sich diese Kreissäge auch mitverwenden. Haben sie so beschlossen. Aber das Problem ist, Alice weiß das natürlich nicht. Alice kennt diese Leute nicht. Und dass irgendwo vielleicht in irgendeinem Keller Werkzeuge liegen, auf die sie zugreifen könnte, muss sie eigentlich als Information erhalten, um damit umgehen zu können. Das heißt, im besten Fall, im idealen Fall, benutzt sie jetzt ihr Smartphone, gibt in irgendeinem App, in irgendeinem Werkzeug, gibt sie eine Suche, ein Werkzeug, eine Kreissäge und dann wird angezeigt, ein paar Straßen weiter, da im Keller ist eine, die darf sie verwenden, unter den Bedingungen. Und toll wäre, wenn das funktioniert, aber es hat mega die Voraussetzungen, dass es funktionieren kann. Und die erste Voraussetzung ist, die Gleichheit muss erkannt werden. Also die Gleichheit
dass Alice, was Alice sucht, diese Ressource, die sie braucht, und diese Ressource, die in der Hausgemeinschaft angeboten wird, da muss verstanden werden können, dass es dasselbe ist und dass eben nicht innerhalb von der Plattform, wo eh irgendwie die Verweise klar sind, sondern eben auch zwischen verschiedenen Werkzeugen, dass diese Leute vielleicht verwenden. Das größere Problem ist, eine Sekunde, das größere Problem ist, mit diesen Regeln umzugehen. Also, dass informationstechnisch diese Regeln verstanden werden können und verarbeitet werden können, die auf der Kreissäge vielleicht liegen. Und besonders, wenn die nicht irgendwie über digitale Tools erstellt wurden. Also wenn diese Hausgemeinschaft irgendwie im Garten saß und sich überlegt hat, was ist denn die Regel, damit umzugehen, dann haben die es vielleicht irgendwie in menschlicher Sprache aufgeschrieben. Wir brauchen Möglichkeiten, diese Regeln, die in menschlicher Sprache aufgeschrieben wurden, irgendwie informationstechnisch verarbeitbar zu machen, wenn die das wollen natürlich, und damit umzugehen. Und das ist eine Herausforderung, sage ich jetzt mal. Und so als erster Standard ist quasi Value Flows. Das ist ein ziemlich cooles Projekt mit einer ziemlich coolen Geschichte. Und das hilft quasi, diese Dinge zu beschreiben. Das ist relativ verbreitet. Es hilft uns, Ressourcen zu beschreiben, so dass andere Projekte es auslesen können. Ein Web3-Standard, glaube ich, nennt man das. Und das hilft uns auf jeden Fall. Und wenn ihr irgendwelche Apps macht mit Sharing, mit irgendwie ökonomischen Zusammenhängen, Value Flows ist echt ziemlich cool. Schaut euch das echt auf jeden Fall mal an. Das lohnt sich. Was auch mega spannend ist, das Projekt, und da geht es eben um die Regeln, die Institutional Grammar 2.0. Das bezieht sich eben auf Elinor Ostrom, die ich vorhin kurz erwähnt habe, diese Wirtschafts-Nobelpreisträgerin, und sie hat diese ganze Regelformen, Regelaufschlüsselung erforscht. Das Projekt verfeinert das ein bisschen und versucht eben auch diese Beziehungen zu einer maschinellen Ebene irgendwie herstellbar zu machen. Das heißt, wir haben diese Regel, die Werkzeuge unserer Hausgemeinschaft dürfen von allen BewohnerInnen des Viertels mitverwendet werden, wenn diese 2 Tage im Voraus anfragen. Ja, also hängen so ein paar Bedingungen dran und so. Und dann klatschen wir da quasi diesen Standard drauf oder diesen Syntax drauf und können so die einzelnen Bauteile dieser Regel herausfinden. Und zum Beispiel die Werkzeuge können wir sagen, okay, was ist das? Das ist ein Objekt der Regel. Und es bezieht sich auf eine eindeutig identifizierte Werkzeuge dieser Hausgemeinschaft, von dem die Regel ist. Also können so ein semantisches Netz aufbauen, in dem man sich bewegen kann. Und das hilft enorm viel. Hier im Abschluss noch möchte ich noch mal sagen, Sharing-Ökonomie oder sowas, das ist was Liebes, Nettes, das kann man so machen als so nettes Projekt. Aber es ist auch wirklich essentiell, wenn wir von Kapitalismus reden. Kapitalismus basiert auf dem Warentausch. Es basiert auf willkürlicher Verfügung in Form von privatem Eigentum. Es basiert darauf, dass ich das tauschen kann gegen Geld, mit dem Geld was anderes mache. Und das ist total nett und kann man auf jeden Fall machen und erstmal nicht problematisch. Es wird tatsächlich problematisch, wenn das die gesellschaftliche Grundform ist. Dann haben wir diese kapitalistischen Verhältnisse, die zu erklären jetzt einfach nicht der Punkt ist. Wirklich, wenn ihr euch das schert, Marx ist voll der gute, kann man mal reinlesen. Aber die Sache ist, effiziente Formen des Teilens, wenn wir irgendwie postkapitalistisch handeln wollen, dann brauchen wir eben das Teilen. Das Teilen ist nämlich das andere. Das andere der willkürlichen Verfügung. Nicht eine Person sagt willkürlich, was damit geschieht, sondern mehrere Leute können darüber bestimmen. Es gibt Prozesse, wie damit umgegangen wird. Und wir können dann überhaupt Bedürfnisorientierung nachschauen, indem man darüber redet, was geschieht mit den Dingen. Und das brauchen wir in jeder Form einer emanzipatorischen, postkapitalistischen Gesellschaft. Und eben ein Verständnis von in Präsenz getroffenen Regeln ist eine wahnsinnig wichtige Grundlage von Teilen, weil eben nicht alles in der digitalen Sphäre spielt, weil vieles außerhalb davon spielt und wir dann Zusammenhang herstellen müssen. Selbstorganisation als nächsten Punkt, was wir unterstützen wollen. Die Sache ist erstmal grundlegend, in jeder Form von Gesellschaftlichkeit müssen Tätigkeiten vollzogen werden, wenn wir jetzt nicht von utopischen oder dystopischen Ideen ausgehen, wo Menschen irgendwie nichts anderes machen, außer Dinge in sich reinzustopfen. Da muss oft was getan werden. Die Frage ist, wie wird dieses Tun organisiert? Und es sind natürlich immer Mischformen. Man sagt, eines bestimmen quasi in der Gesellschaftlichkeit. Es gibt so die persönliche Herrschaft, ja, Sklavereiverhältnisse, oder Feudalherrschaft, Leibeigenschaft,
wie im europäischen Mittelalter super verbreitet. Das ist vielleicht die schlechteste aller Organisationsformen oder die für die Durchschnitt der Bevölkerung die absolut beschissenste Form. Was heute moderner ist, ist natürlich, wir haben Unternehmen. Unternehmen müssen Profit machen, müssen irgendwie am Markt sich halten können, müssen verkaufen können. Das ist natürlich auch wieder so okay. Es ist halt unsere Normalität. Und wir bewerben uns bei diesen Firmen, weil wir uns laufenden Kosten zahlen müssen und nehmen, verkaufen quasi unsere Arbeitskraft, gehen da rein, arbeiten 40 Stunden im Monat da, um unsere Miete zu zahlen und so weiter. Kann man machen, ist aber auch viel mit. Das Grundproblem davon, was ich sehe, ist, dass wir nicht das machen können, was wir als richtig erachten unbedingt oder in den seltensten Fällen. Wenn wir zum Beispiel sagen, wirklich, wir wollen freie Software entwickeln, ja, muss ich erstmal wirklich einen Arbeitsplatz finden, der mir das anbietet. Ja, weil meistens eben Unternehmen müssen sich am Markt halten, müssen Dinge herstellen, die sie auch gut verkaufen können. Und das ist dann meistens proprietäre Software. Und dann müssen wir, obwohl wir es nicht als richtig erachten, proprietäre Software herstellen, obwohl wir eigentlich gerne was anderes, obwohl wir es nicht unbedingt als richtig erachten. Und das sind Problematiken quasi mit dieser Form von Tätigkeitsorganisation, in der wir uns heute bewegen. Was ein bisschen cooler ist oder was wir anstreben, ist diese Selbstorganisation nach Lust und Notwendigkeit, ein Slogan von Brigitte Kratzwald, tatsächlich eine Grazer Kommunerin. Und dem wollen wir uns ein bisschen annähern. Und was wir im Projekt erforscht haben, ist besonders die Selbstorganisation durch Selbstzuordnung, so als Prinzip. Grundlegend heißt das. Zum Beispiel, ich bin Teil von einem Community Space hier in Graz, zur Kometen. Und wenn jetzt irgendwas kaputt ist, dann kann ich zum Beispiel sagen, diese Tätigkeit einfach vermitteln. Wir müssen irgendwie die Rohre reparieren. Ja, das muss irgendwann machen. Und vielleicht Leute, die mit diesem Space in Zusammenhang stehen, bekommen das vielleicht an ihr Handy geschickt und können dann einsehen von wegen, okay, es müssen Rohre repariert werden. Habe ich da Bock drauf oder habe ich keinen Bock drauf? Und wenn niemand Bock drauf hat, dann muss man es irgendwie anders gucken. Aber das gäbe schon mal als Möglichkeit. Und hier in dem Beispiel sind jetzt quasi Rohre reparieren, Gerüste bauen, Großmutter betreuen. Das sind jetzt einfach so Tätigkeiten, die hier in diesem lokalen Raum irgendwie anstehen, getan werden müssen. Und die einfachste Möglichkeit erstmal, was wir machen können, informationstechnisch, Tätigkeiten festhalten, an Endgeräte schicken. Genau, Leute wählen das aus. Alice sagt, irgendwie Gerüst bauen aus irgendwelchen Grund. Kann sie das, hat die Fähigkeit, die Qualifikation dafür und nimmt sich dem an. Genau, und das sind wir in der Situation vom Anfang. Die Sache ist, das ist irgendwie ganz, ganz nett und es wäre schön, wenn es so ein Tool gibt oder vielleicht gibt es sowas, wie im Sinne von bessere Kanban-Boards oder etwas in dieser Richtung. Die Frage ist aber, wie können wir wirklich komplexere Strukturen durch Selbstorganisation, durch Selbstzuordnung denken oder vielleicht aufbauen. Wir glauben, dass es eben möglich ist prinzipiell und wir müssen auch Möglichkeiten finden, wenn es wirklich darum geht, eben bestehende Verhältnisse zu verändern, weil zum Beispiel ein Smartphone wird nicht in einem Arbeitsschritt gemacht, auch nicht in irgendwie 10 Arbeitsschritten. Das sind sehr, sehr viele Arbeitsschritte und wenn wir keine Möglichkeiten finden, das irgendwie effizient zu organisieren, dann können wir das bleiben lassen, sage ich jetzt mal. Unser Grundgedanke da ist es zu sagen, Tätigkeiten sind im gesellschaftlichen Reproduktionsprozess, also in dem was getan wird, um Gesellschaft zu erhalten, wiederkehrend. Also die wenigsten Tätigkeiten werden ein einziges Mal einzigartig durchgeführt. Oft eine Kritik natürlich auch im eigenen Arbeitsplatz, dass man immer wieder dasselbe macht. Meistens stimmt es ja auch, zu Hause macht man auch immer wieder dasselbe. Den Abwasch mache ich jeden Tag auf die genau selbe Weise und ich kann das beschreiben. Ich kann die meisten Tätigkeiten ihre Abfolge beschreiben, was ist Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, ungefähr wie lange dauert das, den zu machen, also im Sinne von Metadaten hier festzuhalten darüber. Und ich kann sagen, was ist dafür notwendig, die Tätigkeit durchzuführen? Beim Abwasch irgendwie die Spüle, der Schwamm, das Spülmittel, Wasser und dreckiges Geschirr. Was ist das Resultat davon? Vielleicht das saubere Geschirr. Funktioniert genauso in jedem Unternehmens- oder Fabrik- oder was auch immer Bereich. Und wenn ich das geschafft habe, das quasi diese Tätigkeiten festzuhalten auf eine Weise, die irgendwie, dann haben wir was Verarbeitbares und wir können auch eben informationstechnisch die Zusammenhänge zwischen Tätigkeiten klar herausstellen. Das heißt, wenn wir dieses Gerüst bauen haben und da wird irgendwie ein Bedarf davon, ist diese Kreissäge
Und wir haben eine andere Tätigkeit, der ist irgendwie Transportkreissäge, wo es darum geht, eine Kreissäge, die an Punkt A verfügbar ist, an Punkt B, wo es eben gebraucht wird, verfügbar zu machen. Dann können wir das irgendwie sehen, dass diese beiden Tätigkeiten einen Zusammenhang haben, eben über diese Ressource. Und das ermöglicht uns, Szenarien aufzubauen, wie das Gerüst bauen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wir haben diese Kreissäge und wir haben irgendwie Holzbretter, die gebraucht werden. Und es gibt eben nicht eine Tätigkeit, die eben dieses Resultat hervorbringt, also die Holzbretter oder diese Kreissäge. Es gibt ganz viele verschiedene Tätigkeiten. Und wenn wir da quasi, wenn wir sie festhalten können und diese verschiedenen Optionen aufmachen können, irgendwie als Baum, können wir eben damit handeln. Was wir im Projekt, was wir erforscht haben, ist der verteilte Planungsprozess, nennen wir das. Darauf wird jetzt aber nicht näher eingegangen. Tatsächlich habe ich in früheren Vorträgen gemacht und das wird ziemlich verzweigt. Und dafür fehlt uns die Zeit. Und genau, wenn euch das schert, das ist euer Link. Das Grundprinzip ist die Selbstorganisation durch Selbstzuordnung. Dann haben wir eben eine Vorauswahl von sinnvoll erscheinenden Tätigkeiten durch einen Algorithmus im Sinne von manche Tätigkeiten sind im lokalen Kontext sichtbar sinnvoller, weil eben die Dinge da sind, die zu deren Ausführung gebraucht werden. Und dann, wichtiger Punkt noch, die Variablen, wenn es so einen Algorithmus gibt, müssen einem demokratischen Prozess unterliegen, wie der auch immer dann aussieht, dass der Algorithmus eben keine Macht darüber hat, was Menschen machen, sondern dieser Algorithmus eben in den UserInnen unterliegt. Wie gesagt, anderes Thema. Aber wichtiger Punkt für uns das Projekt. Genau, aber es ist eben nur dieser verteilte Planungsprozess mit diesen Rezepten, mit diesem Tätigkeitsvorschlag und so weiter, das ist eine Möglichkeit, informationstechnisch Selbstorganisation zu fördern. Es gibt ganz andere Möglichkeiten und ich glaube einfach, die haben wir und die können wir, wenn wir das erreichen wollen, wenn wir eine postkapitalistische Gesellschaft erreichen wollen, dann gibt es hier wirklich viele verschiedene Möglichkeiten, das zu fördern. Der letzte und kürzeste Komplex, wo ich kurz darauf eingehen möchte, ist die Gegenseitigkeit. Und beim Communing oder einer auf Communing basierten Lebensweise geht es viel um diese Aufgehobenheit im Sinne von das Gegenteil von Existenzangst, die vielleicht auftritt. Vielleicht kennt man das, wenn einem der Job gekündigt wurde, wo man davon vom Geld abhängig ist, dann hat man seine laufenden Kosten, wenn man vielleicht, I don't know, Miete hat, Familie hat. Und so weiter. Man denkt sich, wie zur Hölle soll ich jetzt irgendwie meine Kosten zahlen? Weil in der Wohnung bin ich ja eigentlich auch nur quasi geduldet, weil ich irgendwie 700 Euro irgendwie an Menschen überweise. Jeden Monat, wenn ich das nicht mehr kann, bin ich dann nicht mehr geduldet. Wir haben natürlich oft Sozialstaat, was super ist, der quasi das auffangen kann in der Weise. Oft gibt es den nicht. Und dann ist ja die Frage, und was wir erreichen wollen, ist diese Aufgehobenheit, dieses, ich bin ein Mensch, ich bin auf dieser Welt, ich darf hier leben. Und ich muss das meine Existenz nicht immer rechtfertigen. Da nicht im Widerspruch, aber so in einer Reibung dazu steht so ein bisschen so eine transformatorische Handlungsrichtung, weil wir eben nicht in diesen Verhältnissen heute leben und weil noch viel getan werden muss, um das aufzubauen. Und die transformative Handlungsrichtung wäre quasi für die Freiheit derjenigen tätig zu sein, die Freiheit für andere schaffen. Konkret kann man das vielleicht machen mit Alice ist jetzt im Debian Entwicklerteam, arbeitet quasi an dieser Distribution, die hilft quasi Freiheit von Unternehmen wie Microsoft oder Apple zu schaffen, indem sie quasi Alternative mit anbietet. Und Bob quasi findet das cool, sagt irgendwie, okay, das schafft Freiheit für andere. Ich berücksichtige das, dass jemand für Debian tätig ist, da irgendwie Software schreibt. Und jetzt hat quasi Alice ein kaputtes Fahrrad, okay. Und Bob kann einsehen, lokal sind irgendwie 10 kaputte Fahrräder, 10 Leute würden sich darüber freuen, wenn ihr Fahrrad repariert wird. Aber eines davon bezieht sich auf eine Person, die eben Freiheit für andere schafft, seiner Meinung nach. Und er bekommt es einfach markiert. Und mit nichts anderes geht es bei dieser Berücksichtigungsmethode. Dass, wenn mir Tätigkeiten vorgeschlagen werden in diesem Kontext, dann wird mir markiert, ob wenn ich diese Tätigkeit ausführe, es einer Person hilft, die eben in der Richtung tätig ist, die ich als gut empfinde. Die Sache ist,
mit dieser Methode ist alles, also mit dieser Berücksichtigungsmethode, die eben informationstechnisch basiert ist, ist es möglich, jeden Lebensaspekt irgendwie zu berücksichtigen. Also ich kann sagen, ich möchte für Arbeitslose da sein. Ich kann sagen, ich möchte für Menschen, die von Diskriminierungsformen betroffen sind, da sein. Ich kann sagen, ich möchte für Freunde da sein. Wenn ich irgendwie, wenn wir so eine Systematik haben, wo Tätigkeiten vorgeschlagen sind, kann ich dann irgendwie einsehen, okay, das betrifft jetzt irgendwie Freunde, Freundinnen von mir. Und dann mache ich das lieber als für irgendwelche Leute, die ich nicht kenne. Also das Prinzip funktioniert für alles Mögliche. Wenn man sagt, wir bauen ein Werkzeug, das irgendwie Transformation fördern soll, kann man das irgendwie so eine transformative Handlungsrichtung dann nahelegen, muss man aber nicht, aber würde dem Prozess quasi helfen. Toller Standard, hier nur kurz angemerkt, Open Badges, um Anerkennung festzuhalten durch Institutionen, lohnt es sich in dem Kontext total anzuschauen. Wir haben mehrere Probleme da. In dieser Berücksichtigungsmethode einerseits, dass große Lücken sind, es also viel Verantwortung ist beim Individuum, was ein Individuum berücksichtigt, was nicht berücksichtigt wird. Es fallen einfach Menschen durch dieses Raster durch und so weiter. Es lohnt sich nicht. Es ist keine irgendwie Methode, die wir jetzt nutzen könnten, um irgendwie größere Sachen irgendwie alleinig darauf zu bauen. Das wäre Quatsch. Und was wir besonders haben, ist Datenschutz gewährleisten, ist eine Herausforderung im Sinne von, weil die Voraussetzung ist, dass man Lebensaspekte mit konkreten Personen in Zusammenhang bringt, zum Beispiel eben, wo sie arbeitet, was sie macht, je nachdem, was diese Person berücksichtigen lassen möchte, ob sie ihr Alter berücksichtigen lassen möchte oder ihren Wohnort oder sonst irgendwas. Und das ist, wenn wir diese Methode als richtig empfinden, ist das eben eine Herausforderung zu gucken, wie können diese Daten nicht wie kann mit den Daten selbstbestimmt umgegangen werden? Entwicklungen, die wir gefunden haben, die vielleicht in diese Richtung gehen, mit diesen Daten selbstbestimmt umgehen zu können in solchen Strukturen, sind einerseits Solid. Solid wird gerade geführt von Tim Berners-Lee, dem, ich glaube, Entwickler oder Erfinder des Internets nennt man ihn. Holochain ist super, super spannendes Projekt, gerade in die Beta-Phase gekommen. Arbeitet viel mit Torrent-Technologien und überhaupt serverunabhängig, echt spannend. Und es gibt Matrix, kennen die meisten, wenn sie es kennen, wahrscheinlich als Kommunikationsprotokoll. Es gibt also eine Gruppe aus Berlin, attributetable.org, die behaupten, es kann wesentlich mehr als nur kommunizieren. Es sind ganz andere Sachen damit möglich. Und zwar Sachen, wo Solid und Holochain quasi Zukunftsmusik sind, das Matrix quasi heute schon möglich macht. Kann ich schwer einschätzen tatsächlich, aber das sind wirklich Sachen, wo sich, wenn man sich für diese Richtung interessiert, wenn man da mitarbeiten, sich beteiligen möchte, ich denke, sich lohnen anzuschauen, mal kurz. Gut, die Sache ist, bei diesem ganzen Projekt, wir haben dieses Anliegen, ja, aber, und wir suchen nach Antworten, aber es gibt sehr viel mehr Fragen, als es Antworten gibt, natürlich. Nicht natürlich, aber es gibt es ja einfach, weil es eine kapitalistische Aufhebung ist, ein insanes Projekt. Das ist verrückt. Aber man kann es ja versuchen. Ich glaube einfach, dass es auf jeden Fall Möglichkeiten gibt, eben gesellschaftlichen Wandel informationstechnisch zu unterstützen. Dass es sich lohnt, da irgendwie reinzugehen, da was zu machen. Und ich glaube halt auch, und das ist eine tatsächliche These, dass es überhaupt gar keinen gesellschaftlichen, progressiven oder emanzipativen Wandel geben kann, wenn es keine Infrastruktur gibt, die quasi das fundiert. Es gibt Menschen, sowohl auf der Straße als auch zu Hause und sonst irgendwas, die mit den Verhältnissen, die gerade bestehen, unzufrieden sind. Die sagen irgendwie zum Beispiel, dass Klimawandel innerhalb der bestehenden Verhältnisse echt schwer aufzuhalten sind, mit dem Wirtschaftswachstum und sowas, der gefordert wird in den Verhältnissen. Und es gibt Momente vor einem sozialen Umbruch oder wo Energie da ist, was anders zu machen. Und wenn dann nichts da ist, keine Idee ist, wie man es anders machen kann, nichts ist, wie man anders handeln kann, wenn man nur weiß, wir möchten irgendwie raus aus den Verhältnissen, dann ist die Gefahr riesig, ja, wirklich riesig, dass man in, ich sage jetzt mal, rückschrittlichere Formen zurückfällt, dass man irgendwie den Halt an irgendeiner Religion sucht oder in irgendwelchen Vorstellungen von alten Werten, von Heimat, I don't know. Und die Gefahr ist einfach vorhanden, wenn wir keine bestehende Infrastruktur aufgebaut haben, die man vorweisen kann, auf die man sich in solchen Momenten beziehen kann. Und ich glaube, da liegt auch die Hoffnung wirklich, da liegt die Hoffnung begründet.
wie durch so etwas Wandel geschehen kann, ja, indem wir sowas schon aufgebaut haben in so einem Stück, weil es wird nicht von selbst geschehen. Ja, was so ein bisschen der Global Commons System Projektstatus ist, so ein bisschen inaktiv, würde ich sagen. Vernetzungsknoten ist ein bisschen euphemistisch, weil wir ein Kommunikationskanal haben und sich viele Leute freuen, wenn sie wenn man sie da anschreibt und man darüber reden kann, aber es wird nicht viel getan, tatsächlich. Das ist, ist leider so. Aber ist aber auch gar nicht so schlimm. Was das Anliegen geteilt wird, ich glaube, was es gerade zu tun gibt, von meiner Perspektive her, ist es Infrastruktur aufbauen, um Wissen zu teilen, einfach zu gucken, welche Entwicklungen gibt es bereits, worauf kann man aufbauen, wie kann man die in den Zusammenhang setzen und das quasi darüber reden und das anzugucken. Ich glaube, eine zielgerichtete Beteiligung in bestehenden Projekten, also es gibt viele Entwicklungen, Werkzeuge, die da sind, und da zu gucken, okay, kann man das noch ein bisschen mehr in Richtung Infrastruktur bringen? Kann man zum Beispiel da anbringen, vielleicht das Value Flows Ontologie irgendwie zu integrieren, damit die Vernetzung mit anderen Projekten leichter funktioniert und wir uns so ein bisschen dieser Infrastruktur zu einer anderen Lebensweise annähern können? Und ganz konkret, was wir im Projekt ziemlich früh gemerkt haben, und dass es wenig Möglichkeiten gibt, irgendwie einfach zu sagen, was habe ich zu Hause, was ist irgendwie, auf was habe ich Zugriff, und ich möchte das jetzt mit anderen teilen, und so eine Art von Ressourcendatenbank, auch wenn das ich den Begriff sehr schwierig finde, aber so eine Art von Möglichkeit, dass ich das, was ich zu Hause habe, mit anderen teilen kann, was am besten noch mit Standards funktioniert und wo ich am besten noch irgendwie Regeln damit darin beschreiben kann. Daran fehlt es, glaube ich, komplett. Und das wäre, glaube ich, was sehr Konkretes, was man gerade zurzeit machen kann. Genau, und das Ziel einer anderen Lebensweise nicht aus den Augen zu verlieren. Ich glaube, manchmal macht man das, manchmal hat man so Projekte und dann macht man das, was vielleicht auch den einfachen Weg geht oder vielleicht auch nicht kapitalistisch irgendwie. Aber es ist einfach nicht der Zweck davon. Wir brauchen wirklich andere Möglichkeiten, andere Vorstellungen, auf die wir hinarbeiten können, meine ich. Was ich empfehle, so als Literatur, wenn es jemanden schert, ich finde, eine Kapitalismuskritik mal gelesen zu haben, finde ich wirklich wichtig. Kritik der politischen Ökonomie ist eine tolle Einführung zum Kapital. Kapitalismus aufheben von Simon Sütterlüthi und Stefan Meretz ist eben Commoning, geht über Transformation ganz viel, und das meiner Meinung nach stärkste Buch, Frei, Fair und Lebendig, von Silke Helfrich und David Bollier. So im Bereich des Commonings ist es wirklich super stark. Und die Grafiken, die ihr ab und zu gesehen habt, die Schwarz-Weiß-Grafiken, sind alle aus dem Buch. Die letzten beiden Bücher stehen auch in der Creative Commons-Lizenz zur Verfügung, zur freien. Ansonsten haben wir in Graz eine tolle Fediverse-Instanz. Wirklich, info.graz.social könnt ihr anschauen. Wir haben Mastodon, wir haben PeerTube. Was ich besonders cool finde, events.grazsocial, um einfach Veranstaltungen zu teilen, ohne auf Facebook angewiesen zu sein. Ich finde sie toll. Ja, danke an alle, die aufmerksam waren, die es interessiert hat. Danke an alle, die wegen dem Regen da waren und da geblieben sind. Und vielen Dank. Mein Name ist Markus Meindl. PopOS ist meine Distribution. Vortrag findet ihr unter dem QR-Code, wenn ihr was nachlesen wollt. Und Dankeschön. Hat jemand Fragen? Ja. Aber wenn es keine Fragen gibt, können wir auch einfach Schluss machen. Das ist auch cool. Ob wir irgendwie mit der Fair Community verbunden sind? Cool. Nee, schreib mir auf. Ich kannte das bisher noch nicht. Fair Community. Ich höre mir den Vortrag selbst wieder an und finde das dann. Danke. Aber kannten wir bisher nicht. Ja. Sonst Fragen? Es gibt ein Mikrofon. Genau. Ja, vor ein paar Jahren hat es ja dieses Konzept der Share Economy gegeben.
Ist das jetzt das Gleiche, weil von der Share Economy hat irgendwie nachgelassen an Interesse, an öffentlichem Interesse. Und ja, das ist irgendwie ein wenig eingeschlafen. Aber das ist jetzt vielleicht ein Versuch, das wieder zu beleben. Habe ich das, sehe ich das richtig, oder? Ja. Ich kenne das so ein bisschen auch. Es ist jetzt nicht, also wir stehen jetzt nicht, keiner von uns, glaube ich, mit den AktivistInnen aus der Bewegung direkt in Verbindung oder mit deren Arbeiten. Also wir kommen so aus dem eben Commoning-Bereich. Was aber mega dieselbe Richtung ist. Ja, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es einfach Leute waren, die einen sehr ähnlichen Ansatz hatten oder denselben Ansatz hatten oder wahrscheinlich nicht in allen Aspekten, ob die jetzt irgendwie so Planungsprozesse oder sowas gedacht haben, weiß ich nicht, dafür kenne ich sie jetzt nicht. Aber es ist dieselbe Richtung, würde ich total sagen. Aber wir stehen jetzt nicht in einem richtigen Zusammenhang. Genau, aber ich glaube, dass viele Leute so ein ähnliches Anliegen verfolgen, grundsätzlich. Ja, danke. Ja, dann machen wir Feierabend. Danke, dass ihr da wart.